Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin wieder mal beim Björn. Hallo Björn. Hallo Marc. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor, ich glaube, es ist ein Jahr schon her. Knapp ein Jahr. Da war ich das letzte Mal hier und wir haben euch die La Mutata vorgestellt. Die sagenumwobene Vespa GTS 500 mit so einem Kloppermotor drin, wie er hier liegt. Und wir haben damals ein Testvideo gemacht, auch beim Fahren. Das war ganz spannend. Und mein Vergleich mit der 300er von mir. War etwas ernüchternd für mich, aber hat unheimlich Spaß gemacht auf jeden Fall. Und jetzt war ich beim Björn und er hat gesagt, er hat ein neues Projekt, was ich natürlich sehr spannend finde. Und das Tolle ist, ihr dürft uns begleiten. Der Björn hat mich eingeladen, da mal zuzuschauen, was er macht. Und das Ganze ist, glaube ich, ein Kundenprojekt. Ne? Das ist komplett ein Kundenprojekt. Ein Kunde ist auf mich zugekommen, hat ein Konzept erstellt, das lief über Monate. Glaube ich, ja. Die Varianten sind unendlich, wenn du alles selber bauen kannst, dann kannst du natürlich auch über Dinge nachdenken, die die gängigen Kataloge nicht bieten. Soll ja auch so sein. Ne? Die Basis wird eine La Mutata sein, 500er Motor, ganz klar. Kunde hat ganz spezifische Designwünsche oder auch Designwünsche und auch Karosseriewünsche sogar gehabt. Also die kriegt zum Beispiel eine Karosserie, die hat keine Lüftungsschlitze hinten, diese Fake-Lüftungsschlitze. Jetzt wird es schon spannend. Also das sind ja immer so Sachen, ich meine, so die normalen Umbauprojekte, die kennt er ja, dass man halt einen anderen Gepäckträger ranmacht und ein paar andere Leuchten und die Blinker, die ein bisschen Laufdicht haben oder getönt sind, das kennt man ja. Aber so die ernsten Sachen fangen ja meistens an, Punkt A, wenn es um die Lackierung geht, glaube ich. Korrekt. Ich nehme an, die wird auch komplett lackiert. Das Fahrzeug steht hinter mir. Okay, das ist er. Die Karosse ist bereits chemisch entlackt worden. Chemisch entrostet worden und ist jetzt hier in der Grundierung, dass ich die weiteren Metallarbeiten machen kann. Und geht dann nächste Woche zum Lackierer. Das hört sich spannend an. Ich hoffe, beim Lackierer kann ich auch mal mit bei sein, weil das würde mich selber mal interessieren. Die Farbkombi. Die Farbkombi ist gut? Ja, die verraten wir vielleicht noch nicht. Als ich die gesehen habe und wenn man 1000 Möglichkeiten hat beim Lackierer, dann ist man hin und her gerissen. Aber als ich die gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, hätte ich mal eigenes Fahrzeug gerade zum Lackierer. Ja, ungewöhnlich, ne? Also super, es wird lackiert, da bin ich hoffentlich mit dabei, das möchte ich gerne sehen. Ja. Wahrscheinlich auch noch ein paar Um- und Anbauteile, wie es halt so Standard ist. Ja. Auch da stellen wir die dann vielleicht nochmal vor, wenn es dann soweit ist. Motor, gut, ja, der wird dann wahrscheinlich, da kommt ja ein neuer Motor rein noch, der wird dann irgendwie wahrscheinlich auch noch ein bisschen präpariert. Das kannst du dann erzählen, da bin ich nicht so fit mit deinen 500er Motoren. Also Motor ist für mich Standard schon. Ja. Es wird quasi nahezu jedes Teil angefasst. Bei dem Fahrzeug. Der wird auch gecleant werden. Deswegen steht die Karosse noch hier und ist noch nicht beim Lackierer. Mhm. Die Blinker kommen raus. Also das wird eine komplette Grundform der GTS haben. Auch eher selten. Es wird ein GTV-Umbau. Also stimmt. Lampe nach unten. Bisher waren ja deine Umbauten alle eine GTS. Und jetzt ist mal eine GTV. Finde ich auch ganz cool. Also das ist mal eine andere Optik. Und dann mit so einem kraftvollen Motor drin. Das ist ein schönes Kontrastprogramm so ein bisschen. Sitzbank bin ich auch schon gespannt, was da passiert. Kannst du uns ja später auch noch verraten. Hört sich auf jeden Fall alles super spannend an. Was ist denn jetzt der nächste Schritt, Björn, den du planst? Das nächste, was ich machen muss, ist die Blinker zu schließen. Die werden in Metall geschlossen. Das wird ganz solide gebaut. Oh. Dann zu vorne. Zu vorne, zu hinten und schon in Form gebracht. Also keine Spachtelgeschichte, sondern richtig präzise zugebaut. Und dann geht die Karosserie zum Lackierer. Und dann wird sie geglättet und vorbereitet für die Lackierung etc. Fände ich super, weil das kriegt dann wieder so ein bisschen so diese klassische Form. Ne? Also alles, was vor der PX ist, war ja zu. Und da nähert man sich dann wieder ran. Und dann noch eine GTV. Ja, vielen Dank, Björn. Das hört sich super an. Also ihr seht, geht heute gleich los mit ein paar Schweißarbeiten an der Karosserie. Finde ich sehr spannend. Und vor allem den Look, der danach erzielt wird, den finde ich super toll. Habe ich schon mal gesehen. Und passt, glaube ich, auch ganz gut in das Konzept rein. Sehr speziell. Also ihr seht schon, das wird ein Hammerprojekt. Ausgefallen bis zum geht nicht mehr. Jetzt nicht nur, was den Motor angeht, das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache, wer die Leistung haben möchte oder nicht. Aber hier geht es diesmal wirklich auch um Karosseriearbeiten, um optische Sachen, die so ein bisschen hervorstechen. Bin ich schon sehr gespannt. Wollen wir anfangen? Ich auch. Dann schwing mal den Hammer und den Amboss. Oder was braucht man da jetzt? Gerne. So, der Björn, der steht in den Startlöchern.
Das ist jetzt hier die Karosserie von der GTV. Korrekt. Schön aufgearbeitet und jetzt geht's los. So, was wir jetzt machen möchten, ist die Blinker zu schließen. Und weil die Karosserie hier eine dreidimensionale Form hat, muss ich erstmal schauen, was für ein Blech Grundform ich brauche und das dann in die Endform bringen, bevor ich es dann letztendlich einschweißen kann. Also es muss noch so ein bisschen gebogen werden wahrscheinlich auch, korrekt, damit es sich da anpasst. Und das Einfachste, um das einfach mal sich zu holen, ist den Originalblinker zu nehmen, der hier schon sehr gut passt. Das bringen wir jetzt hier einfach mal in die flache Form. Also machst du so eine Art Schablone jetzt, oder? Korrekt. Mhm. So, machen wir hier mal die erste Lage drauf. Jetzt machst du die ganze Abdeckung aus Kreppband. Ja, genau. Jetzt schneide ich das am Blinker entlang aus. Achso, und dann einfach abziehen und dann hast du die Schablone ja schon fertig dann. Ne? Korrekt. Cool. Das klebe ich dann auf ein Metallblech auf und werde es dann anhand der Form, jetzt ist der Moment, wo man eine dritte Hand gut gebrauchen könnte. Soll ich mal was halten? Nö, ich versuch's mal. Soll ich das hier halten? Ja. So, die Rundungen selber in den Ecken, die sind auch bei Piaggio nicht so endpräzise. Das passen wir dann im Blech perfekt an. So, lieber Marc, vielen Dank fürs Halten. Zähl deine Finger. Kann ich gehen? So. Okay, jetzt, jetzt haben wir die Grundform. Das ist jetzt Karosserieblech. Gibt es da eine bestimmte Dicke irgendwie, was man da nehmen kann? Oder? Ja, da kannst du eigentlich alles nehmen. Es gibt ja Unterschiede zwischen Volvo und VW zum Beispiel, ne? Angeblich, ja. Das ist ein 1 mm Blech und das ist für die Biegearbeit eigentlich das Beste, was wir hier nehmen können. So, ich versuche jetzt das hier abzuziehen, ohne es zu zerstören. Dann klebe ich es aufs Blech. Wir arbeiten es dann entweder mit einem Nippler oder mit der Stichsäge heraus, das Blech. So, das hat schon mal sehr gut geklappt. Perfekt. Jetzt klebe ich das gleich mal hier an eine Kante. Material sparen. Und Arbeitszeit. Und auch Arbeitszeit beim Schneiden. So. Ah, okay. Super. Das wird unsere erste Abdeckung sein. Das sieht ja schon super aus, ne? Das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber da ist noch Nacharbeit erforderlich. Das hier oben, den Radius haben wir noch nicht ganz. Hier unten stimmt es noch nicht, hier stimmt es noch nicht. Und hier nehmen wir noch ein bisschen was weg. Das machen wir jetzt. Das ist dann so diese Feinarbeit, die man jetzt macht. Iterativ, ne? Ja. Umso feiner man vorarbeitet, umso besser das Ergebnis. Macht diese Schweißnaht nicht nachher auch ein bisschen aus, dass da ja noch ein Material aufgetragen wird sozusagen, was man dann nachher wieder wegflext? Ja, ich werde einen kleinen Spalt lassen.
und dann langsam durchpunkten. Das Problem bei einer Karosserie ist, wenn ich das durchschweißen würde, du kriegst so viel Wärmeverzug rein, dass du dann Wellen im Lack hast. Okay, machen wir ordentlich. Das machen wir ordentlich. Ja, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Gefällt dir schon mal, ja? Ja, das taugt. Gut, nächster Schritt. Jetzt kommt der Lack runter, ist nur eine Schicht Grundierung drauf. Ich nehme da immer die CSD-Scheiben dazu. Die haben sich dafür angeboten und damit kann man wirklich effektiv und sauber arbeiten. Und das Allerbeste ist... Was ist das für ein Material? Das ist so eine Art Schaum, der das Schleifmittel in diesem im Schaum und Poren lila drin hat. Bindemittel drin hat. Ah, und cool. Der schleift kaum am Metall, aber voll den Lack. So, nächster Schritt ist das wirkliche Einschweißen. Wir nehmen ein normales Schutzgasschweißgerät. Jetzt muss ich mir hier noch einen Massepunkt schaffen, weil die Karosserie komplett grundiert ist. Voilà. Wir haben das Blech positioniert, fühlt sich auch ordentlich an. Was jetzt die Aufgabe ist, ist quasi nach und nach diese Naht zu schließen. Und wie vorhin gesagt, nicht auf einmal wegen dem Wärmeverzug, sondern ganz gemütlich immer wieder Punkte setzen, Punkte setzen, Punkte setzen. Am Schluss nehmen wir die Flex und verschleifen es. Und dann ist es eigentlich bereit, vom Lackierer endzubearbeiten. Das ist schon ein bisschen Fleißarbeit jetzt, ne? Ja, ja. Was wir jetzt machen, ist einfach einmal den Rauch hier entfernen.
Dann sehen wir das Metallische. Dann sehe ich auch noch, ob ich irgendwelche Punkte noch nachschweißen muss. Ah, okay. Der Kontroller. So, hat ordentlich gespritzt. Vielleicht können ja mal ein paar Schweißexperten mir da eine bessere Einstellung empfehlen. Ja. Hier oben muss ich noch mal schweißen. Hier ist noch was nicht geschweißt. Und dann schleifen wir das. Hier ist perfekt. Hier ist auch sehr gut geworden. Hier hat es minimalen Unterstand. Das ist gut für den Lackierer, weil wenn es auf die andere Seite überschauen dann würde, dann kriegt er das mit Spachtel und Filler nicht mehr raus. Und hier haben wir noch einen Lunker drin gehabt. Den schweiße ich jetzt nochmal nach. Hier unten schleife ich nochmal ein bisschen. So, der Wurm bereitet schon das nächste vor. Also wir haben jetzt gesehen, ein Loch des Blinkers ist schon zugeschweißt. Den Rest mache ich dann. Das sieht gut aus. Den Rest machst du in der Nachtschicht, wenn ich dann schön im Bettchen liege und schlafe. Genau. Aber wir gucken uns das Ganze an, wenn es dann zum Lacker geht wahrscheinlich. Dann sind ja alle Löcher zu und dann können wir vielleicht auch sehen, wie der so die Vorbearbeitung macht mit Spachteln und Fillern und so weiter. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und jetzt kommt noch eine Sache, die du ändern willst. Also alle Blinkerlöcher werden zugemacht. Ja. Wo die Blinker hinkommen, erzählst du uns dann später, hoffe ich. Und das ist jetzt hier das Trittbrett. Fußteil von der GTS. Genau. So, wir gehen über zum nächsten Teil. Das ist hier das Fußteil der GTS. Das ist ein Plastikteil. Und wir werden die Löcher für die Sozius-Rasten schließen. Im Plastik? In Plastik. Wenn wir die jetzt aber zuschweißen, dann ist das Plastik weg. Ja, du bist aber schon auf der richtigen Fährte. Kunststoff schweißen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, dass wir das mit Glasfaser zu machen und dann verspachteln. Aber wir werden es jetzt hier mal probieren, das in Kunststoff zu schweißen. Kunststoff schweißen. Man lernt immer wieder dazu. Der Björn zeigt mir jetzt mal, wie man Kunststoff schweißt. Ja. Na denn, Vorführeffekt. Zeig mal, wie es geht. So. Das Erste, was wir machen müssen, ist wie bei den Blinkern. Wieder eine wir legen das Schablone. Hier mal frei. Ja, der Lack muss runter. Kunststoff auf Kunststoff funktioniert nur. Und dann brauchen wir eine Schablone. Und du brauchst ein Stück Kunststoff, was du denn da reinsetzt, nehme ich mal an. Das ist korrekt. Das ist genau derselbe Prozess jetzt wie beim Blech. Nur, wir müssen jetzt ausprobieren, wie wir am besten rankommen. Und du mit der Kamera das siehst. Ich werde jetzt hier den Lack abschaben. Das heißt, du brauchst nur diese Innenkante, wo Kunststoff auf Kunststoff dann aufliegt. Ja. Wir haben jetzt das erste Teil ein bisschen gesäubert. Fürs Kunststoffschweißen wichtig ist, dass wir dieselben Materialien verwenden. Piaggio nimmt hier ein PP. Plastik dafür. Und zum Glück habe ich noch hier ein verunfalltes Teil.
Und da schneiden wir einfach ein Stück raus und machen das passend und nehmen das dann da rein. Wenigstens das gleiche Material dann, ne? Dann ist es auf jeden Fall das gleiche. Auch in der gleichen Stärke, alles perfekt. Es scheint zu passen, ja. Wir werden sehen, ob es funktioniert. So, hier machen wir das ungefähr und dann hole ich wohl mal die Stichsäge und säge da. So, jetzt haben wir uns dann zwei Materialien. Jetzt schauen wir mal, wo wir die am besten rausnehmen. So, wir haben das jetzt in Form geschliffen. Jetzt machen wir die Passprobe hier. Und ich muss sagen, das sieht sehr gut aus. Passt wie angegossen. Na, jetzt bin ich ja gespannt, wie das mit dem Schweißen funktioniert. Ja, also PP ist ein Thermoplast und wir nehmen jetzt den Heißluftföhn und ich werde noch mal eine Kante reinschweißen und dann verschmelzen wir die zwei Plastikstücke miteinander. Ich gebe noch ein bisschen Zusatzmittel rein. Und dann ist das für immer miteinander verschweißt. Also, erster Versuch. So ein Beinschild ist ja auch extrem günstig. Plastik schweißen. Also, wenn das jetzt daneben geht, kannst du gleich ein neues kaufen. Ja. Also, ist ein Thermoplast, wird über Hitze aufgeschmolzen. Und ich habe hier so eine Vorrichtung fürs Kunststoffschweißen. Das muss jetzt ein bisschen vorheizen und wir versuchen es einfach und sehen, was passiert. Learning by doing, wie man so schön sagt. Ne? Learning by doing. Erstmal muss ich es heften. Es dauert ein bisschen, bis die Temperatur da im Plastik ist. Jetzt fängt es das Schmelzen an. Ich hier mal den Zusatz. Jetzt sieht man auch, wie es schön klebt. Das mal kurz abkühlen. Aber das sieht schon gar nicht so schlimm aus. Nee, das ist ja witzig. Und jetzt ist es sozusagen durch diese Zusatzklebemasse da miteinander verpatscht. Muss das von der anderen Seite auch nochmal machen? Wahrscheinlich. Nee, ich guck's ja nicht. Die erste Schweißung hier, wenn du mal hier drauf filmst, Plastikschweißen ist immer gut, wenn an der Seite so eine kleine Welle hochkommt, dann weiß man, dass sich das gut verbunden hat. Mhm. Das war jetzt nur eine Heftnaht. Wir bringen jetzt das Plastik hier in, oder dieses Stück, das wir einsetzen, ein bisschen in die Form rein. Heften das und dann wird es durchgeschweißt. So. So, der Rest muss dann mit Schleifpapier gemacht werden. Voilà. Aber hält. Absolut. Richtig verschweißt. Auch von hinten sehr ansehnlich. Super. Gut. So, wir sind jetzt durch mit den ersten Umbaumaßnahmen am
La Mutata Projekt 2 oder wir suchen noch einen Namen, glaube ich, dafür. Ne? Entweder du lässt dir was einfallen oder die sollen es in die Kommentare. Okay, also wir nennen es erstmal Projekt 2. Wird auf jeden Fall sehr spannend und man sieht ja schon, es werden ein paar Sachen gemacht, die jetzt nicht so gängig sind. Also die Blinker zuschweißen, hinten wird das jetzt auch noch gemacht, das machst du jetzt im Anschluss. Dann wird ja auch ein ganz anderes Heck hinten gebaut und dann jetzt die Fußrasten weg und dann ist es ja sowieso eine GTV, also sowieso mal ein bisschen was anderes. Ich bin schon sehr gespannt. Nächstes Mal sehen wir dann, wie es fertig aussieht, also weil die Löcher zu sind. Zugeschweißt, ja. Zugeschweißt. Dann geht es zum Lackierer. Und dann geht es zum Lackierer, da bin ich schon sehr gespannt. Also die Farbe, die wird ein Hammer aussehen, ne? Die wird ein Hammer aussehen, also bestimmt. Ich bin ja beim Lackieren hoffentlich mit dabei. Kann das mal für euch festhalten, wie halt so eine Vespa vorbereitet wird, wie sie verspachtelt wird und geschliffen wird und mit Filler und so weiter. Habe ich selber auch noch nicht gesehen, so im kompletten Arbeitsablauf. Und das wird, glaube ich, sehr interessant. So, wir halten euch auf dem Laufenden. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unten den Kanal abonnieren, damit ihr das Projekt auch weiterverfolgen könnt. Und falls euch das Video gefallen hat und das Projekt von Björn interessant ist, wie immer, Daumen nach oben. Björn, ich danke dir erstmal. Danke, Marc. Dafür, dass wir so ein bisschen über die Schulter gucken können. Ihr seht, das sind ja schon Sachen, die sehr speziell sind und dass du uns da so ein bisschen mitnimmst. Super toll. Und ja, wir sehen Björn nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis dann. Ciao. Ciao.